Ach, ist das nicht der Hammer, Alter? Tunguska Rotauge ist heute dran. Tunguska Rotauge heißt es schon seit einigen Tagen. Alden, geh mal hin an die Tung, da lübt der Lachs. Also, ran hier an die Tung, habe ich mir hier gedacht. Und versuch das Glück. Vielleicht wird es ja Trophy Nummer 67, die ich abhaken kann. Das wäre doch gar nicht so schlecht. Das Tunguska Rotauge. Krass, ordentlich, heftige Färbung. Super geil. Und ich freue mich, dass das endlich mal wieder hier lübt. Und vor allem an einer Stelle, die nah dran ist an der Base. Ich bin ja so lauffaul und vor allem immer übelst zu bequem, wenn es heißt, ja, läuft der Lachs, aber dafür musst du dann erstmal mit dem Boot fahren und wenn du dann da angekommen bist und so, dann marschierst du auch noch. Immer Katastrophe. Immer absolute Katastrophe für mich. Einloggen, ab zum Spot laufen, Fische rausziehen, reicht. Reicht mir völlig. Also, heute Tunguska Rotauge. Ich habe schon ein paar gefangen. So sieht es aus. Bin jetzt also seit knapp 10 Minuten hier. Und die ersten mit über 300 Gramm sind schon reingeballert. Also, das sieht schon alles richtig, richtig gut aus. Und wir stehen hier tatsächlich in Sichtweite zum Camp. Ja, 600 Gramm wollen wir erreichen mit dem Tunguska Rotauge. 600 Gramm und der Brocken wird uns als Trophy angezeigt. Das wäre doch mal ein schönes Ziel. Wäre nicht so verkehrt. Also über 300 Gramm haben wir schon bisher geschafft. Ja, von der Reichweite her oder von der Entfernung her zur Base, das ist halt gar nicht so weit. 73, 105. Gucken wir mal eben hier auf der Map. Ist quasi hier direkt am 4-Meter-Loch. Gar nicht verkehrt, also kann man mal eben schnell hingehen und dann natürlich rausziehen die Brocken. Geklippt haben wir das Ganze hier auch auf 15 Meter. 15 Meter, weil wir ja auch eine Futtermische verwenden. Auf Setup und Futtermische gehe ich gleich nochmal im Detail rein, wie das denn alles so aussieht und zusammengebaut ist. Bisher, wie gesagt, bin ich schon ganz zufrieden, weil, ja, ich sag mal, die ersten Brocken eben auch schon reingegangen sind. Ich bin gespannt, was da noch geht. Und jetzt ist für mich einfach die große Frage, tendenziell eher in der Nacht oder doch eher vielleicht wieder so Morgenstunden, Abendstunden. Und nachts ist jetzt vielleicht ein bisschen Pause, denn, ja, seit 3 Minuten kein Gezuppel mehr. Vielleicht müssen wir tatsächlich die ganze Nacht über jetzt abwarten. Ah, da bimmelt es dann doch wieder los. Das ist halt immer die große Frage. Ist der Fisch tagaktiv, nachtaktiv? Hat er so seine Zeiten eher in den Morgenstunden, in den Abendstunden? Ich schaue mir jetzt gleich nochmal an. Wir hatten ja zuletzt in der Com auch noch die Super Trophy nach langer, langer Zeit. Der Mattis Berlin hatte ja lange, lange Zeit hier gesucht und dann auch endlich die Tunguska, das Tunguska Rotauge als Super Trophy dann tatsächlich auch abgeschlossen. Ist natürlich der Oberhammer. Ich schaue mir jetzt gleich nochmal ein bisschen im Detail an, ob er dazu ein bisschen was geschrieben hat. Und ja, dann machen wir hier mal kurz einen kleinen Break. Es zuppelt zwar immer wieder dran, aber es können natürlich vielleicht auch hier diese sibirischen Gründlinge reingehen, für die dann der Haken zu groß ist. Das kann natürlich auch sein. Das heißt, ich habe jetzt hier ja gerade einen 10er Haken drauf und da ist natürlich dann für so einen Gründling ist das natürlich viel zu groß. Das heißt, wir haben immer mal wieder so ein Gezuppel, wo es dann allerdings nicht zum Biss kommt. Also bereiten wir uns auf Gezuppel vor. Und lassen es einfach ein bisschen länger zuppeln. Und wenn es dann halt richtig abgeht, dann haben wir in der Regel auch das Rotauge dran. Na, da ist ja doch noch was reingegangen in der Nacht. Also es hieß hauptsächlich halt tagsüber zu fangen, das Rotauge. Aber wir sehen auch hier mitten in der Nacht ballert mal eine rein mit knapp 300 Gramm. Nicht verkehrt. Also wieder raus hier auf 15 Meter. Bisschen absinken lassen und weiter hoffen. Ich meine, wir haben es jetzt 3:30.
Ja, noch nicht so richtig. Ich warte noch mal ein bisschen ab, bis so die Morgenstunden sind. Und dann gucken wir mal, ob sich dadurch dann die Frequenz deutlich erhöht. So, jetzt aber. So langsam haben wir es kurz vor 5 in-game. Und da geht es ab. Also, ran da. 4 Uhr wurde es langsam hell. Da hat sich noch nichts getan. Aber jetzt so kurz vor 5 zuppelt es auf einmal wieder los. Sehr schön. Alle ungefähr gleich groß bisher. Immer so um die 300 Gramm. Vielleicht ist das so ein schönes Standardmaß. Heißt also, wir müssen natürlich jetzt wirklich versuchen, hier mit dem Setup die Fische ein bisschen größer zu kriegen. Vielleicht ein bisschen feineres Vorfach. Vielleicht doch etwas den größeren Haken verwenden. Also all diese, ja, Möglichkeiten haben wir natürlich. Dazu natürlich maximal geskillt. Auch dann natürlich noch die Montage geskillt, dass wir die höhere Chance haben auf größere, maßige Fische oder eben auf die Trophy. Er callt es und da ist sie. Die Chance auf die Trophy, Alden. Alter, du kannst es dir nicht ausdenken. Das ist sie. Die 67. Trophy, die ich auf dem Account abhaken kann. Sehr, sehr, sehr geil. Abgefahren. Die speichern wir uns erstmal. Mega, ey. Mega gut. Und wie selten das Ding dann ist. Abgefahren. Zack, schnell wieder raus. Richtig, richtig gut, ey. Ja, so soll das sein. Geplant, umgesetzt, rausgezogen. Super. Also, nächsten ziehe ich hier auch nochmal mit raus. Und dann gucken wir mal. Ein paar ziehe ich hier einfach noch raus. Oh, ist sogar wieder abgeflutscht. Also, dann nehmen wir jetzt die Rute hier und gucken einfach mal ins komplette Setup. Folgendermaßen aufgebaut: Budesan Winkelpicker hier in der Verwendung, weil wir ja auf winzig kleine Fische unterwegs sind. Dementsprechend dann auch die winzigen Winkelpicker, die sehr feinen und zarten. Da zuppelt schon der nächste Fisch wieder. Winkelpicker natürlich auch hier, beziehungsweise Budesan deswegen, weil wir hier +2 auf die verwendete Montageart haben. Erhöhte Chance, eine Trophy zu fangen. Insgesamt würde ich sagen, relativ entspannt aufgebaut. Ich habe ein steinfarbenes Blei verwendet, weil wir ja hier steinigen Untergrund haben. Geflochtenes Vorfachsmaterial, Karpfen-Vorfachsmaterial, das kleinste, was es gibt, mit 6,8, 20 cm lang nur. Zehnerhaken, und da müssen wir allerdings jetzt gucken. Zehnerhaken, Köcherfliege ist überall. Die Trophy war die hier drauf? Die war ganz außen drauf, ne? Wenn mich nicht alles täuscht. Also, 10er-Haken, dann habe ich den etwas weiter ausgeschwungenen hier rechts draußen. Und dann haben wir hier nochmal als dritte Variante den ganz schlanken 10er-Haken. Aber wie gesagt, Größe komplett 10, nur die Auswuchtung sozusagen, die Form ein bisschen in Variation. Ansonsten alles gleich. Und natürlich auch nochmal PVA, das hier zusammengebaut. Dadurch, dass es ja nur 15 Meter sind, muss man nicht unbedingt PVA verwenden. Man kann das auch so in Bällchenform zusammentüdeln und rausballern. Lehm, eine schöne Komponente, gerade natürlich auch, weil da so viel Strömung ist, bleibt das dann alles ein bisschen kompakter am Grund liegen. Sehr, sehr gut. Also Basis Perlengraupe, Lehm, gehackte Würmer. Und dann alles in Richtung Zuckmücke. Zuckmückenlarve als normales dieses Päckchen. Dann Zuckmücken Feed Pellets mit drin und Zuckmückenlarven Extrakt als Soße. Rein damit und raus mit den Rotaugen. Ist das der Hammer? Endlich abgehakt. Ich bin super zufrieden. Sehr, sehr, sehr cool. Ja, da ist sie. 67. Trophy. Eine, die mir halt noch fehlte. Perfekt. Erste Trophy. Erste Mal das Tunguska Rotauge gefangen. Nice. Und zack, geht es weiter hier. Also, es läuft. Und ich glaube, die Morgenstunden sind es. Denn wenn ich mich richtig erinnere, hat der Mattes Berlin mit seiner Super Trophy die Super Trophy mit 700 noch was Gramm auch in den Morgenstunden gefangen.
Wenn ich mich da richtig dran erinnere, ist schon ein bisschen was her. Aber so sollte das gewesen sein. Krass, ja, geiles Dingen. Ja, wildes Setup gerade. Ich würde sagen, das war's. Ich habe meinen Soll erfüllt. Ich habe den Fisch abgehakt. Jetzt bist du dran. Petri, wenn es dir geholfen hat, Daumen da lassen, Kanal abonnieren nicht vergessen, hilft mir mega. Und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos oder im Livestream auf Twitch, montags, mittwochs und freitags immer um 19 Uhr. Petri.